Genau wie auch Batman selbst entwickelte sich der Joker auf seinem Weg. Hier erfahrt ihr, wie er von einem einmaligen Bösewicht zur Verkörperung von Wahnsinn und Chaos wurde und wie er auf dem Weg dorthin fast völlig in Vergessenheit geriet. Heutzutage mag es schwer zu glauben sein, doch als Batman 1939 zum ersten Mal in den Comics auftauchte, war er nicht gerade ein originelles Konzept. Bill Finger und Bob Kane waren stark von The Shadow inspiriert, einem Selbstjustizler aus den Pulp-Heften, der schließlich durch Batman ersetzt wurde. Die Geschichte, die Batman einführte, The Case of the Chemical Syndicate, war, um es freundlich auszudrücken, inspiriert von einem Shadow-Roman namens Partners of Peril, der ein paar Jahre zuvor erschienen war. Wenn man es nicht so genau nehmen will, könnte man sogar sagen, dass er komplett kopiert wurde. Es dauerte natürlich nicht lange, bis sich Batman als eigene Figur herauskristallisierte. 6 Monate nach seinem Debüt bekam er die Ursprungsgeschichte, die bis heute unverändert geblieben ist. Und 5 Monate danach stellten Finger und Jerry Robinson Robin vor, der die Idee eines Sidekicks neu definierte und selbst 1000 Nachahmer inspirierte. Dennoch waren diese Geschichten nie besonders subtil, wenn es darum ging, woher sie ihre Ideen nahmen. Hier kommt der deutsche Schauspieler Konrad Veidt ins Spiel. 1928 spielte er die Hauptrolle in dem Stummfilm Der Mann, der lacht, der von einem Adeligen namens Gwynplaine aus dem 17. Jahrhundert handelt. Sein Vater wurde von politischen Rivalen in einer eisernen Jungfrau getötet. Und was Gwynplaine selbst betraf, so entstellten sie ihn, indem sie ihm den Mund zu einem Lächeln schnitten. Zitat, damit er für immer über seinen dummen Vater lachen konnte. Gwynplaine wird erwachsen, rächt sich und bekommt tatsächlich ein viel glücklicheres Ende als in dem Victor Hugo-Roman, auf dem der Film basierte. Das Wichtigste für die damals neuen Batman-Comics war jedoch das markante Bild eines Mannes, dessen Gesicht permanent zu einem Grinsen verzogen ist und der gezwungen ist zu lächeln, egal welche Emotionen er eigentlich empfindet. Etwas, das Veidt im Film sehr gut gelang. Finger war von diesem unglaublichen Bild inspiriert und brachte die Idee zu Jerry Robinson, der sich einen neuen Bösewicht für seinen Comic ausdachte. Let me tell you about this guy I know, Jack. Mean kid, bad seed, hurt people. I like him already. Batman Nummer 1 kam 1940 in die Regale und begann mit einem der denkwürdigsten Bilder des goldenen Zeitalters. Der Joker, der den Leser anlächelt, während er eine Reihe von Morden plant. Von der ersten Seite an war der Joker beunruhigend, und zwar aus demselben Grund, aus dem Veidts Auftritt im Film denkwürdig war. Eine totale Trennung zwischen Emotion und Ausdruck. Von der ersten Seite an, im wahrsten Sinne des Wortes, ist irgendwas nicht in Ordnung mit ihm. Und die Geschichte bestätigt das natürlich auch. Der Joker bringt bei seinem ersten Auftritt ein Dutzend Menschen um. Und als er später in der gleichen Ausgabe für seine zweite Geschichte zurückkehrt, hat seine besondere Art von Gewalt eine viszerale Qualität, die im Widerspruch zu der steifen Kunst steht, die im goldenen Zeitalter so üblich ist. Offensichtlich waren die Schöpfer an etwas dran, auch wenn sie es nicht erkannten. Ursprünglich sollte der Joker am Ende dieser ersten Geschichte sterben, wie die meisten von Batmans frühen Gegnern. Aber Redakteur Whitney Ellsworth entschied sich, ihn am Leben zu lassen. Und das letzte Bild, auf dem die Leiche des Jokers abtransportiert wird, wurde geändert, sodass die Ärzte stattdessen überrascht waren, dass er überlebt hatte. Es dauerte nicht lange, bis der Joker als Charakter auf ein Problem stieß. Mit der Ankunft von Robin hatten die Batman-Titel begonnen, sich auf ein jüngeres Publikum auszurichten und folgten damit dem Beispiel von extrem profitablen Helden wie Superman. Der Joker war bereits populär genug, um in der Serie zu bleiben, aber er veränderte sich, um mit der Zeit Schritt zu halten und lehnte sich stark an die alberne Clown-Ästhetik seiner Persönlichkeit an, anstatt an das Serienmördermaterial, das ein Großteil seines Debüts gewesen war. Ein entscheidendes Element, das der Joker auch in den albernen Jahren beibehielt, war, dass er nie einen richtigen Namen oder eine definitive Ursprungsgeschichte bekam, was ziemlich bemerkenswert war. Comics waren damals sehr darauf bedacht, jedes einzelne Stück ihrer Mythologie zu erklären, bis zu dem Punkt, an dem sie Batman schließlich auf den Kerl treffen ließen, der seine Eltern umgebracht hatte. Und dann später auf den Kerl, der seine Eltern wirklich umgebracht hatte, indem er den ersten Kerl anheuerte. Diese Geschichte erklärt auch, woher Batman wirklich die Idee für sein Kostüm hatte. Sein Vater hatte ein Fledermauskostüm, das er zu einer Kostümparty trug, die bereits 1939 erklärt wurde. Am nächsten kam man der Erklärung des Jokers in The Man Behind the Red Hood von 1951. Das Problem war, dass diese Geschichte uns nicht wirklich etwas Neues erzählte. You wanna know how I got these scars? Wir erfahren nie den richtigen Namen des Red Hoods. Wir sehen nie sein Gesicht. Alles, was wir herausfinden, ist, dass er mehrere Identitäten hatte. Und dass es Dinge in seiner Vergangenheit gibt, die selbst Batman, der größte Detektiv der Welt, nicht wusste. Noch besser, wir erfahren, dass er eher bereit war, in einen Bottich mit giftigen Chemikalien zu springen, als sich von der Polizei festnehmen zu lassen. Doch bevor er der Joker wird, nimmt er keine Rücksicht auf Menschenleben. Nicht einmal auf sein eigenes. Als Ursprungsgeschichte diente The Man Behind the Red Hood nur dazu, den Joker noch mysteriöser zu machen. Wenn er nicht schon immer der Joker war, war er es dann überhaupt? Gab es weitere Identitäten in seiner Vergangenheit? Diese Fragen sollten für die nächsten 70 Jahre ein Teil der Figur bleiben. Ob ihr es glaubt oder nicht,
Es gab eine Zeit, in der der Joker auf den Seiten von Batman oder Detective Comics einfach nicht mehr vorkam. Aber das lag nicht an der mangelnden Popularität. Zumindest nicht im großen Stil. Es gab ein Publikum, bei dem der Joker ausgesprochen unbeliebt war. Und obwohl es sich bei dem Publikum um nur eine Person handelte, stellte sich heraus, dass diese Person sehr wichtig war. Julius Schwartz, der 1964 die Redaktion von Batman und Detective übernahm, sollte den Joker nach Aussagen von Mitarbeitern ziemlich gehasst haben. Infolgedessen nahm die Rolle des Jokers in den Batman-Kerntiteln dramatisch ab und nachdem die Batman-Fernsehserie 1969 endete, sah Schwartz offenbar keinen Grund mehr, ihn überhaupt noch zu behalten. Für die nächsten 4 Jahre, Juni 1969 bis September 1973, um genau zu sein, gab es keine neuen Joker-Geschichten in den beiden Comics und nur 2 in Büchern, die Schwartz nicht herausgab. 1973 jedoch hatte Schwartz offenbar einen Sinneswandel oder war überzeugt, dass 4 Jahre lang genug waren, um ohne einen Bösewicht auszukommen, den die Leser noch mochten. Das Ergebnis war einer der denkwürdigsten Batman-Comics aller Zeiten, The Joker's Five-Way Revenge von Danny O'Neill und Neil Adams. Wait till they get a load of me. Dieses Team sollte schließlich einige wichtige Elemente zum Batman-Mythos beisteuern, unter anderem Ra's al Ghul. Und O'Neill selbst war 15 Jahre lang Herausgeber der Batman-Comics und holte den Autor und Künstler Frank Miller von Marvel für ein ehrgeiziges Projekt über die späteren Jahre von Batman. Trotz allem dürfte dies ihr wichtigstes Werk sein. Es war nicht nur eine Wiedereinführung des Jokers, sowohl im Universum als auch für die Leser, es war wohl die einzige Geschichte, die den modernen Joker erschuf. Wie der Titel schon andeutete, war er auf Rache aus, nicht gegen Batman, sondern gegen seine eigenen Schergen. Die Geschichte stellte fest, dass der Joker in einer Klinik für kriminelle Geisteskranke eingesperrt und aus dieser geflohen war, was O'Neill und Irv Novik schließlich dazu veranlasste, 8 Monate später Arkham Asylum zu gründen. Es brachte auch das Gift zurück, das seine Opfer in seinem ersten Auftritt als lächelnde Leichen zurückgelassen hatte. Und, ganz entscheidend, etablierte, dass seine Pläne nicht unbedingt von Logik angetrieben waren. Nur einer der 5 Gefolgsleute, auf die es in der Geschichte ankam, hatte ihn tatsächlich an die Polizei verraten. Aber der Joker wusste nicht welcher. Die Lösung? Er tötete sie alle. Durch Gift, Bombenanschläge und sogar indem er einen an einen Hai verfütterte. Dies war die Geschichte, die den Wahnsinn des Jokers so richtig auf die Spitze trieb und das Fundament bildete, auf dem alles andere aufgebaut wurde. Wenn der Joker nicht vorher schon Batmans wahrer Erzfeind war, dann war er es danach ganz sicher. Es ist erwähnenswert, dass die Wiederbelebung des Jokers und seines zunehmend unberechenbaren Wahnsinns nicht nur ein Produkt von O'Neill und Adams war. Ein paar Jahre später, 1978, haben Steve Englehart und Marshall Rogers, ein weiteres Kreativteam, das von Marvel abgeworben wurde, eine weitere entscheidende Joker-Story aus dem Ärmel geschüttelt. Immer nur Fish. Rogers Arbeit hier gilt als eine der besten Batman-Kunstwerke aller Zeiten. Und das aus gutem Grund. Im Gegensatz zu einigen anderen Künstlern spielte er mit dem Lächeln als festem Bestandteil im Gesicht des Jokers und nicht nur als Ausdruck, was an Fight und den Mann, der lacht, erinnert. Im Kern war es eine überarbeitete Nacherzählung der ersten Joker-Geschichte aus Batman Nummer 1, in der sich der Joker auf eine Mordserie begibt und seine Ziele im Voraus ankündigt, um die Stadt zu terrorisieren, bevor er sie mit ihrem vergifteten Lächeln zurücklässt. Aber es gab eine große Wendung. Anstatt willkürlich zu töten und zu zerstören, war der Grund für die Morde des Jokers, oder zumindest die Ausrede, die er benutzte, dass seine Opfer ihn davon abhielten, ein Patent auf Fische zu bekommen, die mit seinem charakteristischen Lächeln vergiftet waren. Es ist ein bizarres Motiv, aber genau deshalb funktioniert es. Die anderen Schurken mögen Fixierungen und Obsessionen haben, aber der Joker war völlig jenseits der Vernunft. Etwas so Lächerliches von Bürokraten zu verlangen, war eine Herausforderung an das Konzept einer geordneten Welt. Mit ihm konnte man einfach nicht vernünftig reden, denn in seinen Augen existierte die Vernunft gar nicht. In den 70er und 80er Jahren schwanken die Batman-Comics zwischen dem einen Extrem, der düsteren, gewalttätigen Straßenkrimis, und dem anderen, dem Pop-Art-Camp der 60er Jahre. Er war immer noch ein Superheld, aber Geschichten wie Die gute Seele von Crime Alley und To Kill a Legend hatten den Fokus auf die Idee gelenkt, wie Menschen mit Tragödien umgehen. Das gleiche Bild wurde auch auf die Schurken angewandt. Batmans Liste von Feinden wandelte sich von einer soliden Reihe von Bösewichten mit großartigen Tricks und interessanten Einfällen zu einer Gruppe von Bösewichten, die zu spezifischen psychologischen Gegenspielern für den Helden umgestaltet wurden. Two-Face zum Beispiel wurde explizit als eine tragische Figur gezeichnet, die mit ihren eigenen beiden Extremen von Gut und Böse kämpfte und damit, wie es ist, in den Spiegel zu schauen und etwas zu sehen, das mehr wie eine Maske ist, die einem entgegenblickt. Der Riddler hatte schon immer einen Überlegenheitskomplex, aber jetzt ging es darum zu beweisen, dass Batman und alles, wofür er stand, scheitern konnte. Bane erforschte die Idee, dass jemand mit Bruce Waynes scharfem Verstand und begnadeter Athletik in Verbrechen, Korruption und Armut hineingeboren wird, statt in ein Leben voller Privilegien. Der Joker war der Zeit voraus, aber die gleiche Veränderung fand auch bei ihm statt.
Er hörte auf, einfach nur unberechenbar zu sein und wurde zu einer Verkörperung des Wahnsinns und Nihilismus, der eine moralische Bedrohung darstellte, die weit darüber hinausging, ihn einfach nur niederzuschlagen und zurück ins Arkham Asylum zu stecken. Und die Sache ist die, dass er sich irgendwie auf diese Weise entwickeln musste, weil Batman selbst die gleiche Veränderung durchmachte. As a man, I'm flesh and blood, I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol. As a symbol, I can be incorruptible. Man kann über die Haifischabwehr-Bat-Spray-Szene im 66er-Film sagen, was man will. Aber wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich eine ziemlich akkurate Darstellung, wie Batman als Charakter funktioniert. Er ist komplett um die Idee der Entschlossenheit herum aufgebaut, dieser unschlagbare Wille zu gewinnen. Er hat sich von der Bezeichnung der größte Detektiv der Welt zu einer Verkörperung dieses Satzes entwickelt. Zu einer Figur, die an alles denkt und immer einen Schritt voraus ist, weil er es sein muss. Denn wenn er es nicht war, starben Menschen. Und das wurde zur Konsequenz. Der Tod. Er war schon immer da, schon in der Ursprungsgeschichte. Aber in den 80er Jahren wurde er in den Kern der Figur kodifiziert. Und als Batmans endgültiger Erzfeind entwickelte sich der Joker, um ihn zu verkörpern. Er ist die Konsequenz. Deshalb war der Joker derjenige, der Robin tötete, was jahrelang als Batmans größtes Versagen galt. Deshalb war er die zentrale Figur in Batman Lächeln bitte, in der Alan Moore und Brian Bolland auf die Red Hood-Geschichte von 1951 zurückgreifen und sie zu einer eigenen Art von Tragödie umgestalten. Und deshalb mussten die Konsequenzen jedes Mal, wenn er danach auftauchte, immer schlimmer und zerstörerischer werden. Ein Angriff auf die Konzepte, auf denen Batman aufgebaut war. So wurde der Joker zu dem verdrehten, amoralischen Charakter, wie wir ihn heute kennen. Die einzige wirkliche Frage ist, wie verrückt er noch werden kann. Schaut euch auch eins unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblings-Comicbuch-Charaktere. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.